So, und das ist mein selbstgebauter Halsschneider. Ja, ich bräuchte das Ding eigentlich nur einmal, weil ich so ein bisschen bei einer Sitzbank ein bisschen Schaumstoff nachschneiden wollte. Und es geht natürlich am besten mit einem Halsschneider. Und man kann auch Styropor mitschneiden. Und ja, im Prinzip, also das Prinzip baut auch so eine Gestellsäge auf. Das sind diese Sägen, wo da so halt gespannt werden, gegengespannt. Da hinten wäre normalerweise Sägeblatt. Und ich hatte aber so eine Säge nicht und hatte so ein paar alte Latten rumliegen. Und dann habe ich die geschwind so ganz grob zusammengezimmert. Und habe da an den Enden einfach eine Schraube durch. Da auf der anderen Seite mit einer Flügelschraube, dass ich die da oben, das ist einfach so ein Blumendraht, damit ich den spannen kann über die Flügelschraube, damit ich unten auf den Heizdraht Spannung bekomme. Und den habe ich einfach auch mit Schrauben befestigt, da die Kabel so entlang geführt, damit die mir nicht im Wege sind, und geschwind mit so ein bisschen Panzertape befestigt. Da geht es Kabel, das ist ein ganz normal altes Stromkabel, das hatte ich noch rumliegen. Und das ist jetzt ein Netzteil, also ein regelbares Netzteil. Das brauche ich zum Galvanisieren, das habe ich eh da. Normalerweise kommen da so Bananenstecker rein. Aber ich habe dann einfach an das Kabel hier zwei so offene Schellen gemacht, damit ich das dann anschließen kann. Jetzt drehe ich das mal einfach runter, dann kann ich das gleich mal demonstrieren. Das funktioniert nämlich recht gut. Also als Schneidedraht habe ich jetzt, das ist einfach ein Edelstahldraht. Man könnte auch theoretisch eine Gitarrenseite nehmen, geht auch wunderbar. Gitarrenseite oder Stahl natürlich. Kann auch ruhig vernickelt sein, da macht nichts so. Also, und jetzt tue ich die einfach befestigen da, die zwei Pole. So, und dann haben wir da schon praktisch, man sieht gleich da, die Amperezahl geht schon bei 2,7 Volt hoch. Bisschen, aber der wird jetzt noch nicht besonders heiß, also eigentlich wieder gar nicht heiß, weil da brauchst du ein bisschen mehr Spannung. Wenn man jetzt nicht so ein Netzteil hat, dann kann man, ja, man kann ein Autobatterieladegerät verwenden. Es sollte aber nicht eines sein, wo dann bei etwas höherer Spannung und so weiter automatisch abschaltet. Also am besten sind immer die alten Dinger. Oder ein altes PC-Netzteil mit 12 Volt funktioniert auch. So, also jetzt, ich habe mal hier einfach Küchenschwamm, den schneiden wir jetzt mal gleich sauber durch. So, und jetzt drehe ich einfach mal die Spannung hoch. Jetzt habe ich hier 15, ja, machen wir mal 12. So, 12 Volt, das haben wir 4,5 Ampere, das dauert einen Moment. So, wenn ich den jetzt da dran halte, sieht man schon, wie es qualmt. Ne? Wenn der Draht dünner ist, dann wird es auch heißer. Aber ich schneide jetzt einfach mal da sauber durch, ich muss es halt langsam montieren. So, zack, schon ist er durch. Wenn man jetzt sieht, recht saubere Schnittkante. Styropor geht genauso. So, ich habe jetzt leider nur so ein paar Styroporflocken gefunden. Styropor, das habe ich jetzt alles schon wieder fürs Verpacken verwendet. Aber man sieht, die fallen gerade so durch. Brauche ich dann nur drauflegen und zack, durch sind sie. Das schneidet wunderbar. Also kann man wunderbar Styropor mitschneiden. So, das ist für Leute interessant, die zum Beispiel was mit Formbau machen, was weiß ich, keine Ahnung, Surfbrettbau oder so. Da könnte man sich dann Formen machen, an denen man dann mit dem Heizdraht dran herfährt und den Styroporkern erstmal grob zuschneidet. Es gibt richtig schöne saure Schnittkanten. Ja. Upsala, ja, nochmal. Weil es so Spaß macht, die Dinger wegzuschmelzen. Ups. So, das sind jetzt 12,6 Volt. Also wenn man jetzt noch höher dreht auf 15, dann geht das auch noch ein bisschen flotter. Ja. Ja, sieht man mal, da geht das nämlich ganz flott. Einfach das
fliegt er so da durch. Und das Nachspannen ist insofern wichtig, weil dieser Stahldraht beim Erwärmen locker wird. Da muss man einfach ein bisschen nachspannen, seitlich. Da sieht man schon, da zieht er sich wieder gerade hin. So. Und wenn jetzt einer eine Gestellsäge daheim rumliegen hat, dann kann er das Ding ruckzuck umbauen. Also statt Sägeblatt macht er einfach einen Draht rein und hat den perfekten Halsschneider im Prinzip umsonst. Weil ein PC-Netzer, ein altes oder so, das hat ja mittlerweile fast jeder rumstehen. Man kann damit alle thermoplastischen Kunststoffe schneiden. Das ist ganz interessant, wenn man ja zum Beispiel so Gurtbänder hat aus dem Baumarkt oder so. Die sind ja alle auf Kunststoff. Und wenn man die mit dem Messer abschneidet, dann fransen sie aus. Wenn man das mit dem Halsschneider macht, dann wird das gleich die Schnittstelle dann verschweißt. Man kann aber auch irgendwelche Kunststoffbehälter damit klein machen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Plastikbecher. Hopp, jetzt hängt er schon fest. Man sieht das also ganz gut. Wenn einer Spaß dran hat, dann kann er auch Kabel mit abisolieren. Habe ich jetzt auch hier so eine dicke Litze vom Starkstromkabel. Da fährt man einmal drum und dann kann man das Ding schon halt noch ein bisschen. Ja. So, hopp, und dann kann man das abziehen. Ja, oder irgendwelche anderen Kunststoffteile, was weiß ich, die aus Kunststoff sind. Und da wäre es jetzt, wenn der dünner wäre, der Draht mehr Spannung hätte und dadurch natürlich auch heißer wird, wird es vermutlich schneller gehen. Aber das soll ja jetzt nur der Demonstration dienen, dass alles so machbar ist. Und wichtig ist, wenn man jetzt so mit Kunststoffe schneidet oder so weiter, man sollte die Dämpfe nach Möglichkeit nicht einatmen, weil die nicht gerade besonders gesundheitlich unbedenklich sind. So, und ja, also das Prinzip von so einem Heißschneidegerät habe ich jetzt damit erklärt. Es gibt da noch andere Möglichkeiten, man kann das aus einer Bügelsäge bauen, man kann das irgendwo fest montieren, dass man zum Beispiel mit einem Anschlag Platten dran schneidet oder wie auch immer. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.